Ruanda, das Land der tausend Hügel. Aber Ruanda hat auch eine dunkle Seite. Am 6. April 1994 begann in Ruanda der Völkermord. Knapp 1 Million Menschen verloren ihr Leben. Hass breitete sich aus. Vital musste mit seiner Familie fliehen. Irgendwie schafften sie es zu überleben. Doch sein Vater wurde ermordet. Ein Tag, der alles im Leben veränderte. Ein Land in Asche. Eine Familie mehr in Armut. Wunden müssen heilen. Verletzte Seelen zur Ruhe kommen. Doch Hass, Rachgedanken und Vergeltung sollten nicht die Oberhand gewinnen. Die Kraft der Versöhnung und das Mitgefühl einer lokalen Gemeinde eröffnen neue Perspektiven. Es war toll, es war ein gutes Gefühl. Etwa wie, sie werden mir helfen. Ich kann nun zur Schule gehen. Versöhnung kann geschehen, wenn wir die Kraft der Liebe Gottes durch uns hindurchfließen lassen. Persönlich bedeutet mir Vergebung, dass ich wählen kann zu vergeben. Ich teile die Ansicht meiner Mutter, die uns darin erzog, dass es eine Kraft ist, die außerhalb von uns selbst liegt. Wenn die Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist, dann wird es auch möglich, dass sie mit unserem Nächsten wiederhergestellt wird. Der Film Gottesdienst 2022 erzählt eine Geschichte der Versöhnung, von einem schmerzhaften Weg, der das Zerrissene zusammenbringt. Von einem Mann, der Hass besiegt und bittere Armut überwindet. Ein bewegender Film, der die verändernde Kraft der Versöhnung zeigt. Ist Ihre Gemeinde beim bundesweiten Filmgottesdienst dabei?